Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein Backrezept für ein paar Brownies. Als allererstes geben wir in einen Topf Wasser und Kakaopulver und dann lassen wir das Ganze aufkochen. Wenn das Ganze dann aufkocht, nehmt ihr das Ganze dann von der Kochstelle und dann lasst ihr das Ganze etwas abkühlen. Für unsere Teigmasse verrühren wir Öl, Zucker, Salz, Eier und Erdnusscreme. Jetzt rühren wir noch Mehl und Backpulver unter. Jetzt geben wir noch unsere Schokomasse dazu und die rühren wir ebenfalls unter. Als nächstes brauchen wir jetzt noch Erdnussriegel. Die schneiden wir uns in grobe Würfel. Geben die Schokoriegelwürfel zu der Teigmasse dazu und dann heben wir die einfach mit einem Löffel kurz unter die Teigmasse. Damit haben wir dann die Teigmasse fertig angerührt. Dann nehmt ihr eine Backform, legt die mit Backpapier aus, gebt den Teig in die Form und verteilt den Teig schön gleichmäßig in der Form. Dann backt ihr den Kuchen bei 180 Grad ungefähr 40 Minuten. Und so sieht unser Kuchen jetzt nach dem Backen aus. Ihr lasst jetzt erstmal eine Form abkühlen. Dann braucht ihr den Kuchen nur noch in kleine Stücke zu schneiden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann die Brownies noch mit Puderzucker bestäuben. Und damit haben wir dann unsere Brownies fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.